Wenn ihr Freunde der Niemandsland seid, dann habe ich jetzt eventuell was für euch. Also bleibt dran! Und damit hallo und recht herzlich willkommen mal hier zurück zu einer neuen kleinen LS22-Map-Vorstellung. Und zwar schauen wir uns heute die Karte mit dem Namen Korpi an. Das ist eine finnische Start-from-Scratch-Karte. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass auf der Karte nur das Nötigste verbaut ist. Was das alles ist, gehen wir dann gleich später noch drauf ein. Es ist also relativ ähnlich der Niemandsland, die ihr vielleicht kennt, die viele von euch zumindest mal angeschaut haben. Allerdings macht diese Karte hier zum Beispiel ein paar Dinge besser als die Niemandsland. Darauf gehen wir dann aber auch gleich noch später ein bisschen genauer ein. Was bietet uns jetzt diese Karte aber genau? Auf jeden Fall keinen Starthof und keine Felder, denn darum geht es ja eigentlich bei solchen Karten, dass man sich das alles selber ein bisschen erarbeiten kann. Auf jedem Schwierigkeitsgrad, egal ob mittel, einfach oder schwer, habt ihr auch keinerlei Startmaschinen und keine Fahrzeuge. Der Erntekalender ist ein bisschen im finnischen Stil angepasst, schauen wir uns dann gleich noch an. Auch die Wetterbedingungen oder das Wetter allgemein wurde etwas angepasst. Es gibt sehr, sehr viel Natur und eine meiner Meinung nach sehr spannende Topografie, die wir ja uns dann auch gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt eine Verkaufsstelle pro Gut oder ja, Frucht sozusagen. Es sind erstmal keine Produktionen verbaut, die könnt ihr euch natürlich aber selber platzieren, da es ein paar ja, spezifische Produkte gibt. Gibt es natürlich auch spezifische Produktionen, die ich euch dann noch zeige. Dafür gibt es auf dieser Map aber 30 Untergründe, die ihr pinseln könnt. Also da ist eurer Kreativität der absolut freie Lauf gelassen. Dann würde ich sagen, ganz klassisch, schauen wir uns als nächstes die Karte an. Ja, gucken, was es sonst noch im Menü zu erforschen gibt und düsen dann noch eine kleine Runde über die Karte, um uns mal noch ein bisschen ein Auge zu holen. Dann hätten wir hier mal das Kärtchen von Isjanze. Das ist sozusagen die Korpi. Ihr seht, es gibt landwirtschaftstechnisch nicht besonders viel. Wir haben viel Platz, viel Wiese, viel Wald, einen See, einen Fluss und gebündelt alles, was es, wie gesagt, braucht hier. Eine Verkaufsstation, eine Ballenverkaufsstation, eine Holzverkaufsstelle, ein Sägewerk, ein Stonecrusher, ja, die Einkaufsstellen, Tankstelle, Viehhändler, alles hier zentral gebündelt. Genau, wir schauen dann noch einmal in den angepassten Kalender und sehen, das sieht schon doch recht anders aus als gewohnt, denn in Finnland sind natürlich die See- und Erntezeiten ein bisschen anders, denn da ist viel kalt und viel dunkel und da ist das alles ein kleines bisschen kürzer und zusammengefasster. Sehen allerdings das Papienkraut relativ sehr, sehr gute Zeitspanne haben. Haben auch noch andere Früchte auf der Karte verbaut. Was da ist, einmal Roggen, Karotten, Hanf, Cranberries und Blaubeeren. Ich weiß aber nicht so genau, Cranberries ist, glaube ich, wirklich eine eigene Art. Gibt es da eine richtige deutsche Übersetzung? Schlaue Leute von euch können das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, Verkaufsstellen, eine, diese, ich spreche es nicht aus, ich passe sowieso falsch, oder halt, ja, die ganzen Gebäude, die es eben in der Mitte der Karte zu sehen gibt. Ansonsten entsprechend der anderen Feldfrüchte, die es noch gibt, gibt es natürlich einige Sachen, die es zu erstellen gibt, wie verschiedene Säfte, natürlich Roggen, Mehl und bla 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 bla. Die Gebäude könnt ihr dann natürlich, wenn wir uns das auch noch einmal ganz kurz anschauen, dass ihr es gesehen habt,
Unter Produktionen natürlich erfinden, haben dann dieses FFS-Symbol drüber, sind, glaube ich, relativ Standardproduktionen, die einfach ein bisschen dann umgebastelt wurden. Was halt noch ziemlich cool ist, wenn ihr Landschaftsbau malen, habt ihr hier, wie gesagt, diese ganzen unendlich, ich weiß nicht, was das sein soll. Ora Galena sieht komisch aus. Ob man es braucht, ob das qualitativ gut ist, sei mal dahingestellt. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit und das bietet euch sehr, sehr, sehr viel Spielfreiheit. Und damit befinden wir uns einmal direkt auf der Map in der Niemandsland, sagen wir mal im zentralen Punkt, wo sich nahezu, oder nicht nahezu, wo sich einfach alles befindet. Ich denke, man sieht schon jetzt ganz gut, es ähnelt vom optischen Aufbau der Niemandsland doch schon sehr. Wir sind hier beim Händler und der Werkstatt. Ein kleines bisschen sehen es auch noch bei anderen Gebäuden, wenn man da mal, man kann in viele Sachen reingucken. Es sieht teilweise ein bisschen verwildert und verlassen aus, was dieser, ja, sehr unzivilisierten Karte, sagen wir es mal so, noch ein bisschen einen trägeren Eindruck verschafft, auch hier unten beim Tierhändler. Ansonsten die Gebäude sehr, sehr cool passend für die Karte, aber ja, relativ Standardsachen, die Qualität ist ganz gut. Haben dann hier oben den Stone Crusher mit den Steinverkaufsstellen, der sehr, sehr cool eingebaut ist. Ja, insgesamt macht es natürlich jetzt nicht einen super finnischen Eindruck, weil es sind einfach die europäischen Objekte hier verbaut, das muss man ganz klar sagen. Haben hier hinten das Sägewerk mit den dazugehörigen Verkaufsstellen und hier unten noch die Ballenverkaufsstelle und die Verkaufsstelle für alle anderen Feldfrüchte und Produkte. Und im Prinzip war das schon alles, was auf der Karte verbaut ist. Wie gesagt, es ist relativ passend gemacht. Ich finde, dass das so aufgeteilt ist, ist ein kleiner Vorteil gegenüber der Niemandsland. Wir haben auch von dieser Stelle hier runter so ein paar selber gepinselte ja, Feldwege. Das finde ich immer sehr cool. Da können wir vielleicht noch mal ganz kurz den Weg abgehen. Es ist auch, ja, wie gesagt, es geht hier gleich so einen Berg hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich vorher schon angesprochen, finde ich topografisch auch schöner als auf der Niemandsland. Das ist doch schon relativ cool. Und ja, auch mit den Felsen. Die Wälder sind ein bisschen üppiger angelegt. Ansonsten, es gibt ein bisschen mehr Gebüsch, muss ich sagen. Das ist mir an manchen Stellen teilweise auch ein bisschen zu viel. Hätte man vielleicht noch ein paar freie Wiesenflächen lassen können. Ansonsten ja, wie gesagt, die Waldgebiete sind ein bisschen ausschweifender. Es gibt definitiv mehr für unsere Forstfreunde. Ändert sich dann auch teilweise ein bisschen der Untergrund, wie wir das da hinten sehen. Ansonsten ja, in Anführungszeichen, so ein paar Highlights sind dann sicherlich noch dieser Flusslauf und der See. Da haben wir hier jetzt auch noch so eine Brücke, die an und für sich, sagen wir mal, sehr schön ist. Aber irgendwie so. Ich weiß nicht, von dem Holz irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie ein kleiner Fremdkörper. Da gibt es vielleicht andere Brücken, die da ein bisschen passender wären. Ansonsten, ja, ist es auch mit den Steinen, mit den Feldwegen. Wir sehen jetzt auch hier wieder da so einen kleinen Huckel. Das ist nicht alles gerade. Das ist frei gepinselt, frei gesetzt. Geht der Weg hier so ein bisschen bis in den Wald rein, wo man dann anfangen kann, ein bisschen ja, Holz zu machen. Das ist sehr, sehr cool. Und für die Wenigkeit an den Dingen, die verbaut ist, ja, muss ich da sagen, relativ, relativ passend und relativ detailreich. Auch allgemein, wenn wir den Flusslauf hier noch so ein bisschen lang gehen. Ist jetzt nichts super krass Ausschweifendes, aber es passt. Und ja, es sieht einfach sehr, sehr hübsch aus. Ich würde jetzt persönlich selbst, wenn ich hier drauf bin, jetzt nicht zwangsläufig auf die Idee kommt, dass das jetzt irgendwie Finnland sein kann, aber ja. Muss man ja auch nicht so spielen, ne?
Wie gesagt, es ist eine ganz coole Sache. An und für sich ist das auch schon alles, was es auf der Karte so zu entdecken gibt. Es ist nun mal für Leute, die sich komplett selber aufbauen wollen. Und dafür bietet einem die Karte auch wieder eine super Grundlage. Wie gesagt, im Vergleich zu der Niemandsland, der sich dann natürlich anbietet, macht die Sache, die Karte ein paar Sachen besser, wie die Topografie finde ich cooler. Es ist ein kleines bisschen detailreicher. Es hat mehr Waldgebiete oder ja, ausschweifendere Waldgebiete. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, was es groß zu der Karte zu zeigen gibt. Was lässt sich dann jetzt schlussendlich zusammenfassend zu der Korpi sagen? Naja, sie ähnelt natürlich auf jeden Fall sehr der Niemandsland. Es ist für jeden was. Der die Niemandsland mag, da vielleicht mal eine kleine Abwechslung braucht oder möchte. Es ist eine Start-from-Scratch-Karte. Das heißt, jeder, der selber komplett von null an sein Gameplay aufziehen will, ist mit dieser Karte super bedient. Ich hatte auch kurz erläutert, warum ich die Korpi vielleicht sogar einen Ticken besser finde als die Niemandsland. Weil ja die Topografie ein bisschen ansprechender ist. Wir haben so ein paar Auflockerungen in der Natur, wie den Fluss, die mit der Brücke, die ja, kleinen Feldwege, die hier und da in die Waldgebiete führen, die Waldgebiete per se, die natürlich ein bisschen ausschweifender sind, sind für mich alles Punkte, die für die Korpi sprechen. Zudem haben wir zusätzliche Früchte und Produkte, was ich sehr, sehr cool finde und die ganze Sache dann noch mal ja so ein bisschen auf ein anderes Level hebt. Das heißt, unterm Strich bekommt die Korpi von uns eine Bewertung von 75,8, liegt damit auf dem ja, 9. Platz aktuell und ja, ein ganz kleines bisschen vor der Niemandsland, so wie ich sie auch ungefähr einordnen würde. Dann soll es das von hier, von mir, von der Korpi gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zusehen. Schreibt eure Gedanken dazu ganz gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht auch mal, was für euch für die Korpi oder für die Niemandsland spricht. Ansonsten sehen wir uns gern zu anderem Spaß hier auf dem Kanal wieder. Auch die Map-Vorstellungen sollen jetzt wieder regelmäßiger kommen. Guckt den anderen Spaß hier an, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, lasst eine Bewertung da. Würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Ansonsten, ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.